Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozir hier. Und alle Vegito und alle Gogeta sind nun endlich online im globalen Dokkan Battle. Ich wünsche euch jetzt schon auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück beim Summon. Wir selbst werden in diesem Video nicht summon, sondern wir werden die Dokkan Limits machen, damit ihr da auf jeden Fall wisst, worauf ihr achten müsst. Aber summon werden wir im heutigen Livestream. Heute ab 18 Uhr gehe ich live auf Twitch, Ozir Twitch, die Links in der Beschreibung, checkt sie auf jeden Fall aus, der Streamplan ebenso. Schaut in der Beschreibung nach und dann seht ihr auf jeden Fall genau wann, wo ich stream die ganze Woche. Und zwar, wie gesagt, freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr heute vorbeischaut, ab 18 Uhr auf Twitch. Naja, wir haben da auf jeden Fall ein bisschen mehr als 500 Ranks, die wir da verballern werden, aber wie gesagt, das sehen wir uns für später auf. Denn wir machen jetzt erstmal die Dokkan Events, aber bevor wir damit anfangen, würde ich euch gerne ein, zwei Sachen zu dem Banner selbst sagen. Die Banner selbst sind genauso geblieben wie im Banner Preview. Für 300 Stunden gibt es einen Discount und diesen Discount will ich auf jeden Fall euch näher bringen. Nämlich sieht das folgendermaßen aus. Jeweils für beide Banner, es sind ja zwei Banner, wissen wir, wenn ihr die allerersten drei Multisam macht, ich nenne das gerne den ersten Durchlauf, ein Durchlauf ist bei mir drei Multisam, der vierte kostenlos, ja. Jeder vierte Multisam wird an der Stelle kostenlos sein. Heißt, wenn ihr die allerersten drei Multisam macht, kosten diese jeweils nur 30 Drankstones. Im Endeffekt 90 Drankstones für drei Multisam. Bekommt da für diese drei Multisam eine zufällige Anzahl an Tickets, je nachdem, ob ihr bei Vegito oder Gogeta gesammelt habt. Und zwar ist der vierte dann kostenlos. Und im zweiten Durchlauf dann, auf Schritt bzw. Step 5 bis 7, kostet jeder Multisam regulär 50 Drankstones. Ihr bekommt aber weiterhin eine zufällige Anzahl an Tickets und der vierte Multisam ist an der Stelle wieder kostenlos. Das Ganze fängt dann wieder bei Schritt 5 an. Heißt, nachdem ihr den zweiten Durchlauf durch habt, kostet jeder Multisam 50 Drankstones und für jeden Multisam bekommt ihr Tickets, eine zufällige Anzahl an Tickets, je nachdem, ob ihr wo ihr gesammelt habt, wie gesagt, bei Vegito oder Gogeta. Und der vierte Multisam ist immer kostenlos. Heißt, an der Stelle wünsche ich euch sehr, sehr viel Glück. Und noch eine Sache, die Ticketbanner sind GSSR. Richtig, wenn wir mal hingehen und das Ganze uns anschauen, Character Summon Rates, dann steht ihr dran, SSR garantiert Summon ist GG. Ich habe es auch schon getestet auf einem anderen Account, klappt, ist GSSR. Heißt, spart ihr auf jeden Fall eure Tickets dann auch auf 10, damit ihr einen Multisam machen könnt und dann quasi euch hier ein GSSR auf jeden Fall holen könnt. Die Rates sind gleich, 5% für gefeaturete, 5% für nicht gefeaturete, heißt 0,5% circa habt ihr eine Chance, einen gefeaturten Charakter zu ziehen. Sind leider 10 Charakter pro Banner, aber darunter sind die LS drin, wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. So viel zu den ganzen Bannern, würde sagen, wir fangen an mit dem Dokkan Event. Alles klar, und dann sind wir auf dem Dokkan Event von Gogeta. Und das Geile an den Dokkan Events ist, sowohl bei Gogeta als auch bei Vegito, wir kämpfen die ganze Zeit gegen einen Typus, in dem Fall gegen physisch. Daher könnt ihr euch auf jeden Fall eure Neo Guard Teams mitnehmen. Gegen Gogeta am besten Fall natürlich dann ein Strength Team und gegen, wie heißt es andere, gegen Vegito und physisch Team, aber das sehen wir dann gleich. Dementsprechend habe ich mich hier für mein Extreme Strength Team entschieden, ja. Ein Super Strength Team würde auch gehen mit Super Saiyan 4 Goku als Leader. Ich habe hier Janemba als Leader genommen, habe in der Friendness Gott sei Dank einen gefunden. Und wir wissen ja, Super Janemba macht sehr effektiven Schaden gegen Gogeta, beziehungsweise lest euch mal ganz kurz die ganzen Informationen zum Event vor. Natürlich haben wir zwei Stages, Z-Hard und Super 2. Super 2 machen wir gerade, droppen 7 Medaillen. Und ihr braucht insgesamt, um den Charakter komplett auf den LR zu erwecken, 70 von den neuen Medaillen und 35 von den alten Gogeta Event Medaillen. Und zwar kämpfen wir gegen 4 Phasen. In allen 4 Phasen werden wir auch gleich sehen, kämpfen wir gegen physisch Charaktere. Deswegen wäre es, wie gesagt, gut, wenn euer Team überwiegend aus Strength Charakteren besteht. Ich habe hier mein Extreme Strength Team genommen. Ganz einfach, wir haben hier ganz klar Typenvorteil. Wir sind Villains gegen Heroes, macht auch ein bisschen was aus. Und zwar haben wir noch Super Janemba dabei, weil ihr habt schon sicherlich gemerkt, Super Janemba ist derjenige Charakter, der die Damage Reduction von Gogeta annulliert und vermehrt Schaden gegen ihn macht in Runde 1 bis 3. In Runde 4 jedoch nicht, da kämpfen wir gegen Vegito und ab Runde 4 bzw. Vegito habe ich erst gesagt, sorry, Super Gogeta natürlich, Vegito bekämpfen wir nachher, aber Gogeta selbst ist dann quasi immun gegen Sealen, gegen Damage Reduction, beziehungsweise können wir seinen Angriff und Verteidigung nicht senken und wir können ihn nicht stunnen, heißt da geht's richtig ab und da haben wir auch keinen Vorteil mehr mit Janemba. Ihr seht, Janemba leuchtet gerade orange auf, das signalisiert uns, okay, Janemba macht quasi hier mehr sehr effektiven Schaden bzw. annulliert die Damage Reduction. Alright, Freunde, so viel dazu. Jetzt gucken wir, ob wir mit Janemba auch ulten können. Hoffentlich irgendwie. Yes, I guess. Yes, yes. Okay, nice. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo oder drückt auf den Abo-Button, damit ihr weiterhin einen gemeinsamen Weg gehen. Ja, vielen lieben Dank nochmals hier für die 10.000 erreichten Abonnenten kürzlich. Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal im Super Gogeta Event. Und ey, bei allem Respekt, das haben sie schon bewusst, glaube ich, so gemacht, dass wir die ganze Zeit gegen einen Typus kämpfen, damit wir quasi unsere Neo-God-Teams mitnehmen können, weil wir können ja auch diesen lila Stein kaufen, um im Endeffekt
einen Daniel Gard wiederholen, die einen Typenvorteil haben. Müsst ihr nicht im Endeffekt es euch selbst überlassen, wen ihr da holt. Aber wie gesagt, ihr könnt auch natürlich Kategorie-Teams mitnehmen. Achtet halt darauf, dass überwiegend Strength-Charaktere mit dabei sind. Aber ich schaffe das auch so. Ich schaffe das auch so, hört sich vielleicht leicht an. Das Event sollte man auf jeden Fall dennoch nicht unterschätzen. Nur, wenn ihr irgendein komplettes Team habt. Sei es ein Neo-Guard-Team. Vor allem Strength hier bei Gogeta. Bei Vegito sehen wir dann, wie gesagt, gleich physisch. Dann schafft ihr das, weil ihr einen Typenvorteil habt. Ja. Schafft ihr auf jeden Fall. Genau. Gut, und dann lasst mir ganz kurz nachschauen, ob ich irgendwas vergessen habe, euch zu sagen. Irgendwas Wichtiges. Ansonsten ist wirklich alles gleich geblieben. Die Banner selbst, schaut am besten im Banner-Preview nach, was ich euch da gesagt habe, beziehungsweise heute im Summon werde ich natürlich euch Informationen daraus geben, weitere, ein bisschen detaillierter zu den einzelnen Charakteren, werden auch natürlich Summon, wie gesagt, wäre cool, wenn ihr vorbeischaut, aber ansonsten wäre es das von dem Gogeta-Event, die Information, und wir sind jetzt nun auch bei, ja, ihr seht schon, Janemba macht sehr, sehr viel Schaden, das liegt daran, dass er sehr effektiv gegen das Event ist. Genau, so, jetzt sind wir bei Super Gogeta, jetzt gucken wir mal, wie unser Schaden jetzt wird, weil jetzt sollten wir eigentlich, jetzt sollte Janemba eigentlich nicht mehr orange aufleuchten, da seht ihr es, jetzt macht er nicht mehr sehr effektiven Schaden. Jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Wir haben Typenvorteil und ich denke, Typenvorteil wird uns auf jeden Fall sehr, sehr entgegenkommen, denn ohne Typenvorteil könnte es wehtun. Wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nicht stunnen, wir können nicht seinen Angriff, nicht seine Verteidigung senken. Dementsprechend schauen wir, was abgeht. In dem Neo-Guard-Team haben wir knapp 300.000 Leben, in meinem jetzt. Sollten wir dennoch hoffentlich zurechtkommen. Genau. So, unser Boy Janemba, wie ihr schon seht. ihr wisst, eigentlich finde ich Janemba cool, aber wir haben ein falsches Bild von ihm. Das sage ich immer und immer wieder, denn in seinem eigenen Dokkan-Event dodgt er die ganze Zeit. Er hat eine hohe, sehr hohe Chance zu dodgen. Normalerweise, beziehungsweise normalerweise er selbst, die Karte selbst, so wie ihn selbst benutzen, hat nur eine Dodge-Chance von 30%. Und auf den Angriff nur 80%. Ihr wisst, was ich von Janemba halte. Ich meine, okay. Er hat die niedrigsten, den niedrigsten Angriff von allen Neo-Guard-Leadern, sind nur 80%, weil es sind wirklich halt nur 80% für Neo-Guard-Leader. Hätte er im Austausch irgendwas krasses, würde ich ja verstehen, okay, da kann er das einbüßen, oh, die Ulti ist geil. Da kann er die 80% quasi mitnehmen. Was hat er aber im Endeffekt? Er hat eine Guard aktiviert, heißt er bekommt immer minimum neutralen Schaden, nie sehr effektiven Schaden. Also er geht die Charaktere, machen auch neutralen Schaden gegen ihn. Und er kann dodgen alles zu 80%, so like legit, wow. Wenn wir da als Vergleich Kalifa nehmen, die hat eine hohe Chance zu dodgen, das sind glaube ich 70%. Die kann alles dodgen, auch Ultis, und sie kann kontern. Hätte Janemba noch Konter, könnte er noch kontern, Ultis und Auto-Attacks. Dann würde ich sagen, okay, dann sind die 80% Angriff, die kann man dann mitnehmen. Aber so ist es ein bisschen schwer. Er ist zwar tanky, so ist nicht, aber es gibt weitaus bessere Tanks als er. Denn er hat nur einen Schutzschild aktiviert. Sonst hat er keinen Boost auf die Verteidigung, nichts. Er hat nur einen Guard. Was heißt Guard? Guard heißt, du hast immer mindestens. Du bekommst immer mindestens neutralen Schaden. Immer mindestens neutralen Schaden. Naja, anyways. Soviel zu Janemba. Und wir sehen schon, ja, wenn jetzt die Special Links nicht aktiviert ist, kommt auf keine Million. Das ist eben den 80%. Die anderen Dudes, die fegen das zur Seite hier. Hier, der kommt auf eine Million Attack-Sets. Aber ich will ihn nicht schlecht reden, bei allem Respekt. Janemba ist eine gute Unit, versteht mich nicht falsch. Wir haben nur ein falsches Bild von ihm wegen seinem Dokument. In seinem Dokument dodgt er nonstop. So wie zu Janemba, unserem Leader. Trotzdem macht er das Ganze hier satt, beziehungsweise Ella Brody wird das hier gleich klären. Wenn wir das, sobald wir das geschafft haben, gehen wir noch rüber zu Ella Vegitos Dokument. Da werde ich ein physisches Team nehmen. Sofern ich einen Leader finde, sei es Cooler oder Gotenks Dreifacher. SJ3 Gotenks haben mit Typenvorteil auf jeden Fall. Dann sollten wir es auf jeden Fall da an der Stelle auch rocken. Und Brody eskalierte komplett, zerstört ihn zur Seite. So viel zu dem Dokument von Super Gita. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich auf dem Event von Vegito. Perfekt, und da sind wir auch schon bei Vegito. Ich habe leider keinen Cooler gefunden, deswegen sind wir mit meinem super physisch Team an der Stelle mit Super Saiyan 3 physisch Gotenks, weil wir haben über 4 Runden Typenvorteil, wir kämpfen nur gegen Int. Also bei allem Respekt, ihr schafft es auch natürlich mit eurem... Moment, machen wir das Ganze so. Mit eurem Kategorie-Teams, kein Thema. Achtet halt ein bisschen drauf, dass ihr da überwiegend physisch Charaktere habt oder zumindest keinen Typen-Nachteil mit Tech-Charakteren. Also jetzt bei Vegito, bei Gogeta dann natürlich andersrum. Aber ich wollte natürlich hier die ältere Meta mal Respekt erweisen, dass sie es natürlich immer noch drauf haben. Ja, die Neo-Guard-Teams sind auf jeden Fall noch solider an der Stelle, vor allem bei den Events jetzt. Gut, was gibt es zu Vegito zu sagen? Zu seinem Dokkan-Event ist quasi Gegenspieler von Super Gogeta. Wir haben auch Sihard und Super 2. Wir befinden uns auf Super 2. Ihr droppen 7 Medaillen. Ihr braucht auch 70 Medaillen, um ihn komplett auf den LR-Status zu bringen von den neuen Vegito-Medaillen und 35 von den physisch Super Vegito-Medaillen aus dem physisch Super Vegito-Event, Dokkan-Event. Kid Buu macht hier an der Stelle sehr effektiven Schaden über Runde 1 bis 3, beziehungsweise annulliert er seine Damage Reduction etc. Nice Trunks, nice. Und
Genau, das war's auch schon. Man kann ihn auch, wenn es zu Vegito wird, weder Ziele noch Stunnen noch Angriff und Verteidigung senden. So viel mehr gibt's dann quasi an der Stelle auch gar nicht zu sagen, um ehrlich zu sein. Ah, wie lassen wir das Ganze? Wir machen das Ganze so. Yes, so machen wir's. Und genau. Ich habe dazu auch ein geiles Kefler, eine geile Kefler-Liederin gesehen als Friend. Jedoch dachte ich mir, komm, wir machen es mit dem Yoga-Team. Kefler. Wenn ihr Kefler habt, Kefler ist auch ein Botara-Liederin, dann könnt ihr quasi. Also ich wünsche es natürlich jedem, dass ihr quasi das zieht, was ihr wollt. Aber sagen wir mal, ihr zieht Vegito und ich wollte ihn unbedingt haben, habt aber Kefler. Dann könnt ihr Kefler als euren Portara-Leader nehmen. Sie gibt Key plus 3 auf 150% für Portara-Charaktere. Könnt als Friend dann natürlich Vegito nehmen, ja. Er hat da ein bisschen besseren Boost. Aber gut, so viel dazu. Also Alternativen gibt es immer. Und bei Fusion ist ja die Alternative vierfach Gogeta und der ist ja auch im Banner selbst. Kefler natürlich auch bei Vegito und jedoch nicht gefeatured. Anyways, so. Kefler hier, Kefler dort. Blue Vegito hat das Ganze schon total auseinandergenommen. Ja, Blue Vegito ist immer noch Main. Vertraut mir, der Junge ist krank. Physisch Vegito Blue. Der ist. Pff, ihr habt's gesehen. Ihr habt's halt legit gesehen. Ne? Ihr habt's legit gesehen. Der hat das wirklich hier zur Seite gehauen. Im Solo. Solo. Das ist typisch Vegito Blue. Physisch vor allem. Das ist geil an ihm mit seinem Kontern. Und LA Vegito hat auch quasi auch Konter. Jedoch erst, wenn er sich transformiert. Und wir wissen, sowohl Vegito als auch Gogeta transformieren sich erst nach 6 Runden, wenn die HP 50% oder drunter fällt. Manche sagen, oh, das passiert ja nie. Gebe ich euch ein bisschen recht, die neuen Dokonets, die kommen werden, die gehen schon Minimum so von sich aus 6 Runden. Ja, das Event von Evolution Vegeta, das von Future Gohan und so fort, was rauskommt von Full Power Goku, die gehen schon von sich so Minimum mindestens 6 Runden. Deswegen müsste da quasi auf 50% oder drunter fallen. Ja, das ist dann schwer natürlich in einem sehr guten Fusion- oder Portara-Team, da gebe ich euch recht. Aber bis dahin, Eskelete, mein Sohn, macht ein paar Skills, Naruto-like und guck mal, wie viel Schaden er macht. 1 Million Crit auf jeden Fall an der Stelle, sehr, sehr gut. Der Trunks, like the Goddess, wenn ich ehrlich bin, ein Eller, der underrated ist. Nur, quasi nur, weil er einen Crit in der Passive hat. 120% auf den Angriff mit Crit-Chance 50% ist schmackhaft, Freunde. Problem an ihm ist, kann ich verstehen, er hat nur einen Linkskill, der seinen Angriff boostet und das ist Super Saiyan. Gott sei Dank ist es Super Saiyan. Überleg mal, er hätte keinen Super Saiyan. Aber durch sein Setup, durch seine Linkskills passt er schon wirklich in sehr viele Teams. Er hat Prepared for Battle, Shock the Speed, Shattering the Limit. Also, unterschätzt LR Trunks nicht. Bei allem Respekt, unterschätzt LR Trunks nicht. Gut, hier bekommen wir jetzt erstmal die Fresse von Vegito selbst. Wir sind auch schon in der letzten Runde. Die beiden Ultis von den Charakteren ist so geil. Frage an euch, by the way. Vegito oder Gogeta? Lasst mir in den Kommentaren wissen, für wen seid ihr. Ich finde beide wirklich sehr, sehr gut. Vor allem Super Gogeta, der sieht richtig cool aus. Aber ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir Vegito mehr. Ich weiß nicht warum. Ich finde den Vegito einfach brutal. Vielleicht weil es die erste Fusion war, die wir damals in unserer Kindheit gesehen haben. Also jetzt so quasi die 90er Boys, so Girls, mein Jahrgang, sage ich mal. Naja gut. Wir sind by the way auch schon auf der letzten Stage. Also ihr seht, es ist echt machbar, die Events. Sofern ihr Typenvorteil habt. Nicht nur sofern, sondern achtet halt darauf, dass ihr keinen Typen-Nachteil habt. Sonst würde so eine Ulti auf den Typen-Nachteil schon tun. Und wie gesagt, Neogard-Teams, Kategorie-Teams, ich empfehle auf jeden Fall natürlich bei Vegito Physisch-Team, bei Gogeta dann Strength-Team oder in irgendein Kategorie-Team, wo ihr quasi ausgelastet seid, beziehungsweise vermehrt Physisch-Charaktere habt, beziehungsweise Strength-Charaktere. Ich denke, ihr wisst, was ich meine an der Stelle. Gut, Super Saiyan 3, Gotenks auch eine Unit, die ist insane, würde ich auf jeden Fall lohnen, ihn zu holen, ihn zu haben. Ihr seht schon, der macht ihn ja auch platt. Bis dahin, Freunde, hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen, das waren die Events. Zu Gogeta und Vegito am Anfang kurz die Tipps sind zum Summon. Wir werden aber wie gesagt selbst summon, nämlich heute Abend ab 18 Uhr. Schaut immer in der Beschreibung nach. Die Beschreibungen sind Gold wert. Ihr fragt mich natürlich auch immer, ey, wie heißt der Song im Outro? Freunde, die Beschreibungen, die sind Gold wert. Schaut in der Beschreibung nach, wo, wie, wann, was abgeht. Alle Informationen bekommt ihr dort. Bis dann, beziehungsweise ich hoffe, wir sehen uns nachher ab 18 Uhr. Haut rein. Bis dann. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.